Thomas Reinke hat ein besonderes Hobby. In jeder freien Minute baut er an seinen Hubschraubern. Eine der Königsdisziplinen im Flugzeugmodellsport. Da diese Freizeitbeschäftigung nicht ganz billig ist, hat er seine Fluggeräte mit einem fliegenden Auge, einer Spezialkamera, ausgerüstet. Damit können aus rund 30 Metern Höhe Eigenheime, Kirchen und Stadtansichten abgelichtet werden. Demnächst sollen sogar ganze Luftbild-Videofilme vom Mini-Helikopter aus entstehen. Der Blutdruck steigt. Thomas Reinke darf keinen Fehler machen. Es riecht nach Benzin. Fehlt nur noch der Einbau der Flügel. Zum ersten Mal will der 40-Jährige aus Briesko-Finkenheerd sein neuestes Flugmodell aufsteigen lassen. Ein Nachbau des Bundeswehrhubschraubers Alouette. Testflug im Rohbauzustand. Hubschrauber sind Reinkes Leidenschaft. Helifliegen ist nur was für Profis. Es ist so, ein Hubschrauber ist, wie gesagt, sehr anspruchsvoll vom Fliegen her und wird so von der Fachwelt so als Königsklasse eingestuft. Und weil es unwahrscheinlich schwer ist, den zu steuern. Pilot wollte Thomas Reinke mal werden, damit hat's nicht ganz geklappt und deswegen wurde der Traum vom Original wenigstens im Modell wahr. Vor 4 Jahren brachte ihn ein Nachbar auf das anspruchsvolle Hobby. So sicher und sanft sahen die Landungen am Anfang jedoch noch nicht aus. Das Hubschrauber mal so weggekippt oder mal so nach vorne und naja, bis man den so in den Schweber hatte, das hat eine ganze Weile gedauert, hab's dann aber gepackt. In der heimischen Werkstatt sind bisher 3 der kleinen Kraftpakete entstanden, Stückpreis bis zu 3.500 Euro. Und hier kam ihm auch die Idee, seine Bastelkasse etwas aufzubessern. Ich hab mir gedacht, wenn man halt schon Hubschrauber fliegen kann, kann man ja auch eine Kamera unten runter machen und den Leuten da halt auch vielleicht nach ihren Wünschen die Bilder anfertigen und davon auch halt Reparaturen oder eine Neuanschaffung bezahlen. Sprach's und klemmte einen Fotoapparat unter seinen Heli. So mancher Bauherr nutzte das fliegende Auge schon, um den Baufortschritt auch aus der Luft zu dokumentieren. 49 Euro kostet der Einsatz pro Foto im Format A4. Einige Aufträge musste Thomas Reinke schon absagen. Immerhin arbeitet er hauptberuflich beim Bundesgrenzschutz. Da bleibt nur wenig Zeit fürs Hobby. Erste Linie klar, der Dienst steht im Vordergrund. Und wenn dann Zeit ist, wird sich sofort um die Hubschrauber gekümmert. Bald will er nicht nur Fotos, sondern auch Filme machen, aber dafür muss der Heli noch ruhiger fliegen. Das braucht allerdings noch einiges an Flugstunden.